6. Dezember ist Nikolaustag und der Einzige, der es offensichtlich nicht gewusst haben kann, ist Bischof Nikolaus selbst gewesen, der vor ungefähr 1660 Jahren in Myra, in der heutigen Türkei, Bischof war. Es gibt sehr viele Geschichten um diesen sehr populären Bischof, der schon als junger Mann sein Geld an die Armen weitergab. Er ist der Schutzheilige der Kinder. Und wenn Sie jetzt diese Geschichte gehört haben, die ich Ihnen vorlesen werde und erzählen werde, dann werden Sie auch verstehen, warum. In der Stadt Myra ging damals wieder eine große Hungersnot um. Und die Menschen standen jeden Tag am Hafen, sahen auf die See und endlich konnten sie ganz in der Ferne die Getreideschiffe sehen. Und ein Aufatmen ging durch die Stadt. Aber bevor die Getreideschiffe den Hafen erreichen konnten, setzten sich Seeräuberschiffe davor. Und die Seeräuber kamen an Land und verhandelten mit den Bürgern der Stadt, indem sie forderten, 500 Kinder, die sie an Bord bringen können und auf den Sklavenmärkten der Antike verkaufen. Oder aber die Stadt wird verhungern, denn die Getreideschiffe bleiben draußen. Nun kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, was in den Familien los war, weil ja jede Familie ein, zwei oder drei Kinder in den Hafen bringen musste. Und als die Kinder alle schon versammelt waren, kam Bischof Nikolaus und verhandelte mit dem Seeräuberhauptmann, dass er statt der Kinder auch Gold, Schmuck und Diamanten nehmen würde. Also suchte jetzt in der Stadt wieder jeder in seiner Schublade nach Gold und Diamanten. Und was zusammenkam, befriedete die Seeräuber überhaupt nicht. Als sie gerade die Kinder in die Schiffe einladen wollten, gingen die Kirchentüren auf. Bischof Nikolaus erschien im vollen Ornat und brachte die Kirchenschätze, Gold und Diamanten, gab sie den Seeräubern und löste damit die Kinder aus. Die Seeräuber verschwanden, die Getreideschiffe kamen, die Familie waren glücklich, hatten wieder etwas zu essen. Wenn man sich das alles vor Augen führt, kann man schon sehr gut verstehen, warum Nikolaus bis heute so populär geworden ist. Für den Fall, dass sie mal wieder nicht brav waren und in ihrem Stiefel eine Rute vorgefunden haben, warten Sie einfach auf morgen Abend. Ich weiß, dass man nicht immer brav sein kann und erzähle Ihnen trotzdem morgen Abend eine neue Geschichte.